Eine Woche lang ist das Holiday jetzt her. Und ich fand es ein super geniales Holiday. Mir macht das riesen Spaß, die Leute immer wieder zu treffen, die wir da getroffen haben. Cool, wenn du mit dabei warst. Das war eine geniale Zeit. Und ich bin super dankbar über die ganzen Mitarbeiter, die das möglich machen, die so viel da sich eingesetzt haben. Wir haben ein Wochenende über den Heiligen Geist geredet. Begeistert war das Thema. Und das Geniale finde ich, begeistert bedeutet, wir sind begeistert. Wir müssen darum nicht bitten, sondern der Heilige Geist ist in deinem Leben. Wenn du darum bittest, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann ist er da. Das ist keine Frage. Und das finde ich genial. Und vielleicht ist es bei dir schon wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Und ich habe überlegt, ich würde gerne noch einen kleinen Input dazu heute geben. Und mir fiel da die Stelle aus Galater 5 ein. Der Abschnitt ab Vers 13 ist überschrieben durch Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das haben wir gemerkt, die Kraft des Heiligen Geistes, dass das etwas ganz Besonderes ist. Und wenn man diesen Abschnitt ab Vers 22 liest, steht da, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit und Güte, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und dann kommt da noch eine Frage, ist das bei euch so? Paulus fragt das, ist es bei euch so? Und wenn ich die Leute auf dem Holiday angucke, dann merke ich, ja, davon ist was zu spüren. Davon ist etwas zu spüren von Freude und Frieden, von Geduld und Freundlichkeit, von Güte. Da habe ich etwas mitbekommen von dem, wie ihr miteinander davon umgegangen seid. Und das finde ich genial. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ist das auch so, wenn du in deiner Schule bist? Gehst du da mit den Leuten genauso um? Und gehst du da mit deinen Eltern, wenn du wieder zu Hause bist, genauso um? Prägt sich da Liebe und Güte und Freundlichkeit und Treue? Und spannender wird es vielleicht sogar, wenn es um deinen Lehrer geht. An dieser Stelle steht nicht, das gilt für alle außer Lehrer und Eltern. Nein, da steht etwas, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die in dir sein soll. Und das soll dein Leben prägen. Auch im Umgang mit denen, wo du vielleicht Schwierigkeiten hast, mit deinem ätzenden Mathelehrer, mit dem Blödmann aus der Schule, mit dem blöden Typen von nebenan. Ich würde dich gerne herausfordern, nutz mal die nächsten 2 Wochen und versuch das umzusetzen. Nimm diese Frage ernst von Paulus, ist das bei euch, ist das bei dir so? Lass dich herausfordern von diesem Text und sag nicht, Holy Date, das war letzte Woche, diese Woche ist Schule angesagt, vielleicht in 5 Wochen mal wieder GRW. Nein, es geht darum, dass du deinen Alltag mit dem Heiligen Geist lebst. Und das finde ich das Spannende. Es geht mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass du das gemeinsam mit ihm machst, denn durch ihn kommen diese Früchte in dein Leben. Eine spannende Aufgabe, vielleicht hast du Lust, da mitzumachen. Die nächsten 1,5 Wochen, eigentlich nicht gar nicht so eine lange Zeit, aber auf der anderen Seite doch eine lange Zeit, das immer wieder zu trainieren. Und vielleicht liest du jeden Tag diesen Text. Da steht in Galater 5, die Verse 13 bis 24. Galater 5, 13 bis 24. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein gutes Wochenende, was jetzt ja schon bald ist, und eine gute, begeisterte nächste Woche.